Willkommen zurück zu Inside. Jo, der Nachfolger von Limbo. Wir sind im dritten Part. Es ist sehr, sehr düster hier. Sehr, sehr viel Technik, Industrie inzwischen. Und hier ist gleich auch ein Hebel, den wir gleich betätigen werden. Hat das was mit dem Ding da rechts zu tun? Dieses große, fette Ding? Finden wir es heraus. Okay, ja. Das ist ein Scheinwerfer. Kein guter Scheinwerfer. Warum haben wir den aktiviert? Hier ist auch ein Mensch. Gibt mehrere von den Dingern. Mir mal das hier mal kurz anschauen. Leichen hier. War es eine Falle, dass wir das aktiviert haben? Weil man kann ja hier weiter. Aber man kommt hier nicht weiter. Okay, man braucht doch irgendwas hier. Wäre auch ein bisschen sinnlos, dass hier dann so ein Schalter ist. Tätigen wir den nochmal und dann sind wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Man merkt, dass die Leichen hier auch nochmal zucken. Die Stromstöße. Wow, er hat uns bekommen. Um die Ecke. Na toll. Und der bleibt an. Wir haben jetzt keine andere Wahl. Dann wird ihm ausweichen. Hier hinter warten? Ja, das ist genau die richtige Lösung. Er versteckt sich auch direkt. Kluger Junge. Und weiter, 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 weiter. Puh, das ist ein Aufzug. Der war vorher noch nicht aktiviert und daher brauchten wir den Strom. Nur, dass wir halt den Strom für den Fahrstuhl aktiviert haben, hatte auch zur Folge, dass der Geräte da aktiviert wurden. Okay. Gut zu wissen. Vogel? Ja, nimm dir ruhig dein Fleisch oder was du hast. Da hinten sind wieder diese, weiß nicht, diese komischen Menschen. Die irgendwie kontrolliert werden mit zwei Überwachern dieses Mal. So, Vorsicht hier, nicht, dass das hier einbricht. Hier rein. Nächste Gebäude. Ein Loch. Hoch mit dir, hoch mit dir. Nein. Mist. Oh nein. Überwachungskamera. Wer ist klug? Tut so, als wäre er diese Leute. Die Kamera ist ein bisschen dumm, weil wir weichen manchmal ein bisschen ab. Meine Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht die beste. Aber wir werden trotzdem weiter beobachtet. Na gut, er sieht ja nur uns. Bedeutet, die anderen kann er gar nicht sehen. Vielleicht ist das für ihn normal. Oh lol, werden die da zum Leben erweckt oder wie? Das sind einige Menschen. Jung und alt. Nein! Ich hab mich aus Versehen umgedreht. Ups. Sorry! Jungen. Männer, Frauen, Kinder. Alle da. Aber warum stehen sie da? Jetzt springen die? Wirst du wahrscheinlich gleich aufspringen. Und jetzt. Das ist eine Vorführung? Sind das Sklaven? Wow, das war ein bisschen. Das ist auch so niemand, der das überwacht. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier drinnen jetzt. Nein, ich wollte mich wieder umdrehen, weil ich wieder da mich einordnen wollte. Shit. Ist das schwierig. Müssen wir wieder von vorne. Dann kann ich jetzt das auch mal genauer beobachten. Nee, die außerhalb dieses Rechtecks sind, die springen nicht. Wenn ich mal ein bisschen abseits bin, das ist nicht so schlimm. Auf keinen Fall wieder zurückgehen, weil dann merkt man das natürlich.
Soll der hier jetzt nicht springen? Und ich springe. Ich sage noch, ich soll nicht springen. Und ich springe. Ich springe. Ich bin so ein Vollidiot. So, perfekt. Komm, jetzt kriegen wir es hin. Wir kriegen es hin. Das ist keine schwere Aufgabe. Das ist einfach nur mal ein bisschen Konzentration. Mal ein bisschen den Abstand aufbauen. So, jetzt nicht springen. Nicht. Finger weg von der Leertaste. Finger weg. Oh ja, da soll man sich dann gleich umdrehen. Gut zu wissen. Jetzt. Und wieder rüber. Umdrehen. Und wieder. Das halt dann nicht umdrehen. Weiß nicht, ob wir das nochmal machen müssen. Nee, müssen wir nicht. Es geht aber weiter. Wahrscheinlich. Die Kamera kommt mit. Oder kommt die Kamera mit? Ich sehe jetzt keine Kamera. Aber wir müssen trotzdem mal folgen. Hinten ist wieder so ein Wachhund. Die haben mir immer so einen Schrecken ein. Also, dass wir uns da fleischen. Man hört sogar das Herz pochern. Eigentlich von unserem Jungen hier. Wurden wir erwischt? Ja. Oh nein. Das sieht so voll traurig aus. Aber wir sind erneut hier drin. Ich glaube, wir sind zu lange gegangen. Man muss hier aber auch nichts machen, oder? Ja, das passt. Mach ich irgendwas falsch? Komm, flüchte, 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 flüchte. Vielleicht muss ich... Ja, ich muss flüchten. Aber wir sind trotzdem tot. Ich glaube mal, es ist die Lösung. Wir müssen flüchten. Komm, komm. Ich glaube, ich bin auch einfach zu früh abgesprungen. Ja. Passt. Hui. Ich hatte im letzten Part schon was erwähnt von wegen durch Fenstern springen. Aber da brauchten wir es ein Glück nicht machen. Aber der Hund verfolgt uns weiter. Scheiße, 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 scheiße. Der ist zu nah. Ich habe zu lange gewartet. Weil ich dachte, Luft ist rein. Aber nein. Aber was wird hier gemacht, dass sogar Hetze auf einen Jungen hier gemacht wird? Hä? Ich bin zu langsam, viel zu langsam. Was ist hier voll? Jetzt mal. Ja, ich weiß wie. Wir mussten jetzt den Tod nochmal mitnehmen. So, und zwar laufen erstmal hier hin. Bis hier hin. Der Hund sieht uns. Läuft hier hin. Wir gehen hier rüber. Er muss einen Umweg jetzt laufen. Und somit haben wir genügend Zeit. Wir kontrollieren da oben einen. Na gut, der kann ja hier mal gleich das Ding hier mitnehmen. Ich weiß nicht, wie er da hochkommt. Also... Ja, gut, er ist einfach da. So, einfach mal weiter, 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 bis hier hin. Weiter geht's nicht. Gut, dann hier. Runter da!
okay. Bin doch noch weiter. Einfach die Kiste hier. Aber was ich mich jetzt so frage, wie soll ich da jetzt wieder rankommen? Echt das hier? Ich kann das zwar wahrscheinlich nicht bewegen, aber ich weiß wie. Weiß wie. Wieder mit der Kiste hier zurück. Ich muss da jetzt nämlich nochmal hoch. Und das Ding hier hin. Weil dann kann ich ja ganz einfach die Kiste hier verwenden. So. Ja, Inside ist wieder auch so ein Spiel, was natürlich ohne Musik auskommt. Hat man halt auch nicht bei jedem Spiel wirklich so, dass gar keine Musik ist, aber es ist typisch für Limbo gewesen. Auch wie in der Zaunkulisse. Ich weiß nicht, ob bei solchen Horror-Games sozusagen, oder generell bei Horror-Games, wo es ein bisschen gruseliger abgeht, ob da generell Musik eigentlich mit von der Partie ist. So, Frage, wie geht's jetzt hier weiter? Ich könnte mich hier absetzen. Soweit. Nein. Das bringt mir rein gar nichts. Ne, es bringt mir auch nichts. Ich könnte hier hoch. Hier geht's dann weiter. Aber wie? So helle? Wartet mal. Ich mal was schauen. Ja! Gibt noch einen dritten. Was hilft mir das? Scheine? Ja genau, den dritten, den lasse ich jetzt hier hoch. Und es ist eine mystische Musik im Hintergrund. Gerade hatten wir das Thema Musik angesprochen. So, dann kann ich mich hier raus. Warte. Warte, Kleiner, du bleibst drinnen. Interessant, wo das hier ein bisschen verschachtelt sozusagen. Vorsichtig. Jetzt rückwärts schiebe. Okay, was ist da? Ich ihn mal drüber. Ich glaube, wir müssen den Hebel betätigen und dann können wir hier runterspringen. Ist das nicht unser sicherer Tod? Wir schauen einfach mal. Ah, nein! Nein! Shit. Ja, das war unser sicherer Tod, aber wie sollen wir denn das dort dann überleben? Ich hab mich ein bisschen mit den Tasten vertan, muss ich ehrlich sagen. Daher. Warte, wir gehen mal ein Stück weiter nach links, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. So. Luke auf. Runter hier. Ja, das war sehr, sehr gut. Ach, hier ist Wasser. Daher übernehmen wir das schnell hoch. Wir können ja seit neuestem auch schwimmen. Hier in diesem Spiel. Allerdings, wenn nicht unendlich lange tauchen, ist ja auch klar. Ist ein normaler Junge. Ist halt kein Profi-Wettschwimmer, keine Ahnung. Wetttaucher. Es sieht trotzdem mega geil aus, aber ich fand es im Wald nochmal ein bisschen geiler, weil dort im Hintergrund die Sonne noch war. Hier ist jetzt keine Sonne. Und um ehrlich zu sein, mehr Müll als alles andere. Jetzt geht's hier weiter, aber ich komme da nicht hoch. Auch irgendwas, wo ich rauf kann. Nee, nee, nee. Jetzt hier kein Risiko ein und spiele nicht nach unten. Wir müssen hier irgendwas finden, was wir verwenden könnten. Hier gibt es eigentlich viel, aber wir können hier nicht bei dem mäßig schwimmen. Wisst ihr, was ich meine? Also hier nach vorne, nach hinten schwimmen. Geht alles nicht. Da unten gibt's was. Ich will mir das nochmal anschauen. Dieses Gerät. Nee. Das ist am. Ah, nee, das ist eine Spiegelung zu dort oben. Ach so. Ah, doof. Muss doch hier irgendwas geben. Hier.
Komm, wir haben nicht mehr viel Luft. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Okay, sehr schön. Er hat sogar schon nach Luft gerungen, hat man gehört. Jetzt über dort. Schönes Rätsel, gefällt mir. Bis jetzt generell für euch vielleicht interessant, mein Zwischenfazit zum Spiel. Ist ja mega mäßig geil. Ja, Limbo war schon geil und ich habe sehr hohe Erwartungen an dieses Spiel. Ich habe es ja wieder schon mal gekauft. Vor 2 Jahren. Ich glaube, da war es gerade auch im Sonderangebot oder so. Ich habe das schon so lange vorgehabt zu Let's Playen. Also, der Plan steht halt seit 2017 da, seitdem ich das gekauft habe. Vielleicht sogar schon noch länger, ich weiß es nicht. Lol, okay, ein Raum mit einem Knopf. Oh, wir atmet. Richtig außer Puste. Ah, da kann man das Wasser ansteigen lassen und herabsetzen lassen. Setzen wir das mal herab. Kommen wir hier raus. Aber damit müssen wir wahrscheinlich auch noch arbeiten. Stimmt. So, hier ist auch ein Knopf. Das ist das Wasser ansteigen. Im Limbo wären wir schon längst tot, weil da konnte unser Junge nicht schwimmen. Jetzt können wir schwimmen. Dort hoch kommen wir schon mal nicht. Ist aber ein Ufer, soll ich sehen. Was ist denn hier? Eine Luke. Das gehen wir mal hier hin und damit. Wir sind wieder in dem Raum. Ist derselbe Status wie vorher auch, glaube ich. Ja, genau. Hat sich eigentlich nichts geändert. Wir müssen damit aber irgendwie arbeiten können. Na toll, jetzt habe ich auch so gesehen, dass es wieder angemacht. Würde ich jetzt nicht. Aber was hat das nicht? Könnte man raufgehen, aber da ist auch die Luke momentan auf. Aber die Zeit reicht nicht, dort rüber zu schwimmen. Luke geht gleich zu. Ja, doch. Da sind wir zu langsam. Da ist auch so eine Kette, wo ich aber leider nicht rankomme. Dann kann ich hier wieder runter. Aber was bringt mir das, wenn ich da runtergehe, ist wieder alles beim Alten sozusagen. Ich kann hier nichts machen. Ich muss irgendwas übersehen haben. Mal wieder. Machen wir nochmal das Wasser weg. Ich habe eine Idee. Aber es bringt eigentlich auch nichts. Also nämlich die Idee. Wenn es jetzt runtergelassen wird und die Luke auf ist, wir das schnell drücken und dann hier durchgehen. Aber nee, das schaffen wir auch nicht. Außerdem macht das eh keinen Sinn, weil es gibt ja eh einen Schalter da nochmal. Müssen wir das mal kurz ansteigen. So, und wieder runter. Dass wir hier rauskommen. Kann ja leider auch nicht hier das Wasser absenken lassen und dann über die Luke dort oben wieder raus. Es muss irgendeinen Vorteil geben, dass das Wasser unten ist. Öfters mal hier die Aktionstaste drücken. Vielleicht kann ich hier irgendwas bewegen oder so. Denke ich schon ganz nice. Aber nein, hier ist nichts weiter. Warum ist hier noch ein extra Schalter? Der macht eigentlich gar keinen Sinn. Oder wartet mal. Ja doch. Ich weiß. Ich weiß was. Jetzt hier runter. Knopf drücken. Hier schnell hoch. Perfekt. Nun öffnet sich die Luke hier. Wir kommen weiter. Aber was hat es mit der Kette da auf sich? War die nur zur Deko? Kann natürlich sein. Oder wir müssen nochmal zurück. Ich glaube eher, wir müssen nochmal zurück, weil wir haben jetzt hier was zum Ziehen. Oder wie gesagt auch zum Schieben. Dann können wir damit rüber. Dann kommen wir auch zur Kette hin. Weil mit dem Koffer hier, der ist leicht. Da ist Luft drin.
Bedeutet, ihr würdet natürlich oben schwimmen. Und somit macht dann das hier auch nochmal mehr Sinn. Was aber mit Luke zu tun hat, weiß ich nicht. Wir hätten das auch ohne Luke schaffen können. Oder wir brauchen noch einen niedrigen Wasserstand irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube mal, es geht jetzt hier weiter. Wie es dann auf jeden Fall weitergeht, oder ob es überhaupt hier dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Hier ist ein Bahnhof, der ist sogar noch, glaube ich, aktiv. Ja, der ist aktiv. Boah, wird das interessant. Das wird interessant im nächsten Part. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich. Bis dahin und tschüss.